Tja, heute will ich mal ganz kurz reinschnuppern in den Moonshine. So ein Spielchen, wo man mehr oder weniger illegal Alkohol produziert und dann auch verkaufen soll. Ich habe gerade mal auf Deutsch umgestellt. Ich sehe hier allerdings Bernehmen oder die Üs sind natürlich irgendwie nicht da. Ich hoffe, das haben die nicht irgendwie mit einem Standardprogramm übersetzt, weil Bernehmen ist schon auffällig. Mal gucken, was es denn hier so gibt. Sprachsteuerung, Grafik, gut, Grafik habe ich jetzt. Ach, ich lasse das mal so. Neue Kampagne, Sandbox. Wir fangen mal mit einer Kampagne an. Ich hoffe, dass die uns erklären, wie das Ganze funktioniert. Die Version wird hier unten angegeben mit 1.1. Mal sehen, wie viel Bugs der Spaß hat oder ob es überhaupt Spaß macht. Oh yeah, hier, ihr seht schon, das R fehlt. Ne? Nächte in der Bengar-Höhle oder so Bengor-Höhle. Vermute ich, dass das keine Äs, keine Üs und so weiter hat. Das ist schlicht. Was steht hier denn? Er wurde Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt und Mitte der 1930er Jahre wurde er zu einem Nachtclub. Das ist also diese Nachtclub-Höhle. Aha. Was steht denn da noch? Öffnete Öl fehlt wieder in den 1930er Jahren. Oh, jetzt kommt. Our hometown just ain't big enough for you. Ups. It's never been. You finally decide to leave and make a name for yourself in the city. But it's not that easy, is it? Work's hard to come by. The city's not a friendly place. Finally, you find a job in a mob-controlled pub. Not a dream come true, sure. But you meet people, you learn things. You remember your big dreams and start a business with like-minded friends. Still, your actions don't go unnoticed. All it takes is one tip from your ex-employers, and it all goes down the drain. A police raid. The business is over. Fortunately, you are out of town. Unfortunately, you have to stay out permanently. You pack your bags and return back home to the mountains. But it's not all that bad. With the help of your great uncle and the best little sister in the world, that's me, you start a new business. Moonshining. Ready to chase some big dreams again. Okay. Sehr störend mit den Buchstaben. Also sind wir aus einer großen Stadt rausgeflogen, weil unser Business, was wir da illegal betrieben haben, dann doch bei einer Razzia irgendwie hops genommen wurde und. Nun ja, jetzt sind wir irgendwie in den Bergen und brauen hier irgendein Zeugs. Was steht denn hier? Ein junger Schwarzbrenner eröffnet eines Tages einen kleinen Betrieb in einem friedlichen Wald in den fernen Bergen. Wird es ihm gelingen, ein Vermögen zu verdienen? Oder werden die Unwegsamkeiten des Gewerbes und die Polizei seine Träume zum Platzen bringen? Zeit, das herauszufinden, Moonshine Inc. zu spielen. Echt scheiße mit dem Buchstaben, gefällt mir nicht. Was heißt denn Grunkle Donald? Ist das ein Grandpa, Onkel, Onkel oder was weiß ich? Jetzt geht's los. Schließe das Tutorial ab. Okay, was haben wir denn? Also das Ganze von oben. Hier ist die alte Schwarzbrennerei deines Großvaters, meines Bruders. Achso, das ist der Großonkel, der Grunkle. Sie wurde seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt, aber vielleicht kannst du sie gebrauchen und du hast ja noch viel zu lernen. Schön. Ist das die? Wahrscheinlich, ne? Ah, da oben gibt es einen Polizeialarm. Jetzt kurz, ich mache mal hier ein bisschen die Musik doch noch weg. Ich stürze nämlich gerade einfach. So, weil jetzt muss ich mir erstmal alles hier in Ruhe angucken. Also, was haben wir hier? Da ist auch noch was. Die zwei Gebäude scheinen dazu zu gehören. 20.000 Dollar haben wir. Was ist das hier? Das könnte vielleicht das sein, was wir hergestellt haben. Das, weiß ich nicht, vielleicht Ideenpunkte zum Skillen oder so. Schauen wir mal. Also, was haben wir denn hier unten noch? Das werden sie uns hoffentlich noch erklären. Eine Minimap kann man erkennen. Und da läuft irgendwie. Hey, da läuft eine Zeit. Kann ich nicht Pause machen? Ist das 17.26 Uhr oder so? Hallo? Kann ich nicht, naja.
Wie du sehen kannst, ist die Bude jedoch in einem erbärmlichen Zustand. Wir sollten uns erst einmal einen Überblick verschaffen. Du kannst losgehen, indem du dich in der Basis umherbewegst und dir alle verfügbaren Gebäude ansiehst. Beweg dich mit WASD durch die Basis. Oh gut. Was heißt denn, ich kann mir die Gebäude ansehen? Ja gut, ich kann die anklicken, aber noch passiert gar nichts. Da steht ein Auto drin. Da ist nichts. Was haben wir sonst noch? Noch ein Mausrad rein, raus. Okay. Ah, okay, so geht das. Dann kann ich mir die Gebäude mal von unten angucken. Was ist das hier? Alte Lagerhalle. Hard Rock. Yes. Wer weiß was. Och, gibt's öfter das Plakat. Was ist das hier? Das kann ich mit Q oder E, kann man die Kamera drehen? Okay. Ja, schon klitschenmäßig hier. Was sagt der Olle? Da wir damit nun durch sind, sollten wir über Schwarzgebrannten sprechen. Deswegen sind wir schließlich hier. Sag mal, du, es wird dunkel. Alter Kerl. So, die Grundlage der Schwarzbrennerei sind die Zutaten, die man benutzt. Drücken wir die Schaltfläche und sehen nach, was wir vorrätig haben. Das ist dann unser Inventar. Gut, was haben wir? Nix, ne? Ah, hier hört man ja das eigene Echo. Kein Problem, wir können jederzeit Zutaten im Laden kaufen. Hier, ich zeige dir auf der Karte, wo sich der Laden befindet. Was soll ich denn jetzt machen? Öffne die Karte. Was denn hier? Nix. Alkohol, Ausrüstung, Zutaten. Okay, da ist der Laden, das ist unsere Hütte. Nee, oder sind wir in der Basis? Das ist die Karte, ich erzähle dir... Oh, ist das schrecklich, ey. Später mehr darüber, aber zuerst sehen wir uns den Laden an. Manchmal findet man dort richtig gute Angebote. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich auf den Laden klicken? Die alte Hütte ist... Warum Hütte Basis? Was ist das hier? Vielleicht örtliche Höhle? Das könnte dann eine Kneipe sein, ne? Unter einer Brücke? Kann ich das hier bewegen, die Karte? Kann ich hier mit WASD bewegen? Kann ich nicht. So, Laden. Tja, viel gibt es heute nicht zu sehen, aber es wird reichen. Besorgen wir uns etwas Demerara. Das, nee, was? Demerara Zucker. Okay, was ist das? Eine Sorte brauner Zucker. Er ist bernsteinfarben und riecht leicht nach Sahnekaramell. Er hat auch könnte das größere heißen? Kristalle als die meisten Zuckerarten. Ne? Also ein scharfes Essen haben sie auch nicht. Jetzt ist aber langsam Schluss hier. Wie viel brauche ich denn davon? So, wir brauchen... Wir werden mehr brauchen. 50 Kilogramm. Ach je. Kann ich das nicht irgendwie eingeben? Nee, muss ich tatsächlich jetzt hier einzeln klicken? Spinnt ihr denn? Warum kann ich das nicht zurücknehmen? Nehmen wir außerdem noch 50 Kilogramm Barbados-Zucker. Gut. Kann ich den jetzt wieder ein weniger machen? Den kann ich nicht. Das ist ein Scheiß. Hier so einzelne Klickerei. Sowas mag ich ja gar nicht. Anstatt irgendwo zu sagen, pups, fertig. Reinschreiben oder irgendwie so. Sollte reichen. Zahlen wir, hauen wir ab. Gut. Kostet dich ja. Ich kann auch eh nichts dagegen machen. Und nun, da wir das Shoppen erledigt haben, sollten wir uns nun überlegen, welche Gerätschaften wir benötigen, zurück zur Basis. Also dahin. Basis. Drücke Basis. Hallo? Habe ich doch. Ach, da unten muss ich das jetzt... Och, nee, auf der Karte. Anstatt erst muss ich hier den Laden klicken und dann muss ich das... Na, das ist, ihr merkt schon, ich fange an zu meckern. So, keine Frage. Viel gibt es hier noch nicht zu bestaunen, aber im Lager sollte sich ein Getränk befinden. Über das Fenster für die schnelle Apparaturenplatzierung kannst du direkt darauf zugreifen. Schnellplatzierung von Apparaturen. Habe ich das immer da unten? Kann ich das hier nicht mal anhalten? Was soll das? So, verfügbare Apparate. Wähle jetzt den Getränk. Ne, Gärtrank, wahrscheinlich den Gärtrank aus und platziere ihn im blauen Bereich. Ein Fass, das mittelgroß ist. Was soll man da noch sagen? Es erfüllt jedenfalls seinen Zweck. So. Was ist denn? Ist der blaue Bereich alles, was ich hier gerastert sehe, wahrscheinlich, ne? Oder? Könnte ich auch hier hinten irgendwo einen Wald stellen? Oh, voll blöd hier. Keine Ahnung. Stehe ich hier vorne mal hin. So, da steht jetzt mein Gärtrank.
Ah, der herrliche Duft eines Getränks. Welch eine Wonne. Mein alter Spinner. Dank dieses Dings können wir Zucker in Alkohol verwandeln. Jetzt sollten wir jemanden anheuern, der uns dabei hilft. Dein armer Großonkel ist schließlich uralt und durstig, aber ich schweife ab. Toll. Zweiter Tag wird schon wieder Nacht, wa? Besuche das Arbeiterhauptquartier. Das ist das hier? Okay, was ist das hier daneben? Zeigt es mir noch nicht an. Das war unser Inventar. Na gut. Im Moment hast du keine Arbeiter, also sollen wir uns ein paar Kandidaten ansehen. Was ist mit dem, der hat Rückenschmerzen? Geringere Tragekapazität. Er ist noch faul, den brauche ich. Ne? Lernbeeinträchtigung, das Sammeln von Erfahrung geschieht langsam. Den will ich nicht haben. Keine große Auswahl, nur Anfänger. Na gut, aber das ist kein Wunder, schließlich kennt dich in der Gegend noch niemand. Der Kerl hier scheint in Ordnung zu sein. Noch nicht grün hinter den Ohren, aber das wird schon. Ich will den aber nicht. Der ist scheiße. Warum kann ich Owen nicht auswählen? Owen, glaube ich, hat nicht so viele Nachteile. Warum soll ich so einen faulen Sack da nehmen? Ich will aber den hier. Na gut. Verhandlung. Wenn du nach einem unermüdlichen Typen suchst, bin ich der Richtige. Dafür will ich aber $567 pro Woche sehen. Ja, spinnst du? Schicken wir ihm Angebot. Mal sehen, was er davon hält. Ich will das. Ich kann das nicht kleiner machen. Was soll das? Na gut. Blödes Ding hier. Werben wir einen zweiten Arbeiter an, damit wir genügend fleißige Hände haben. Du kannst natürlich verhandeln, aber wenn du zu wenig bietest, könnte der Arbeiter beleidigt sein. Wochenlohn. Ja, das weiß ich hier. Vielleicht so? Na gut, haben wir ein paar Dollar gespart. Sehr gut. Hier kannst du deine Arbeiter unter die Lupe nehmen und sie anwerben, feuern. Was du über sie wissen musst, erfährst du hier. Öffne die Arbeiterliste. Das sind die. So, das sind die Erfahrungen, die sie machen. Arbeiter haben Eigenschaften, die gut oder schlecht sein könnten. Ha, als ich jung war, hatte ich nur gute Eigenschaften oder nur schlechte, je nachdem, wen man fragt. So, wie geht's denn hier weiter? Durch jede zugewiesene Aufgabe gewinnen deine Arbeiter eine Erfahrung, die es dir ermöglicht, sie zu spezialisieren. Jede Spezialisierung gewährt einen Bonus auf unterschiedliche Arten von Aufgaben. Also spezialisiere sie, bis der Arzt kommt. So, Spezialisierung wählen. Kann ich aber nicht. Zum Fortfahren drücken. Perfekt. Da du deine Crew beisammen hast, können wir losbrennen. Doch zuerst sollten wir sicher gehen, dass in der Basis alles bereit ist. Also dieses Fenster dann schließen. Okay. Warum kann ich hier keine Spezialisierung von den Deppen da auswählen? Na toll. So. Gehen wir zur Werkstatt, um herzustellen, was wir benötigen. Um herzustellen. Toll, toller Satz. Also, was wir benötigen. Du kannst auf sämtliche Apparaturen in der Basis zugreifen und ihren Status und ihren Zustand prüfen. Okay, also Werkstatt. Wartung, Herstellung. Im Herstellungsfenster kannst du unterschiedliche Apparaturen für die Produktion von Alkohol herstellen. Wir brauchen ein Destillationsgefäß. Ups. Im Rahmen unseres Abenteuers, unserer Unternehmung, hast du Zugriff auf eine Menge Brennkessel, die sich in Kapazität, Material und so weiter unterscheiden. Heute begnügen wir uns mit einem einfachen 200-Liter-Kessel. Wähle kleines 1x1. Gut, den habe ich. Den muss ich herstellen für $4.500. Seid ihr denn verrückt? Das dauert eine ganze Weile, aber so lange nun auch wieder nicht. Also mach dir mal keine Sorgen. Drücke erzeugen und dann steht hier herstellen. Ey. Liebe Leute, verkauft das doch nicht immer so gleich als vernünftige deutsche Version hier. Sehen wir in der Basis nach, wo wir das Ding aufstellen können. Okay. Arbeiter erledigt? Wieso Arbeiter erledigt? Zutaten erledigt, hübscher Gärtrank erledigt. Ah, verdammt, wir haben den Destillationskessel vergessen.
Platziere die Destillationsapparatur. So. Ja, kommen wir direkt. Stellen wir mal direkt dahin oder so. Ach, man kann das drehen. So. Öffne die Chargenübersicht. Was ist das denn schon wieder? Neue Charge erstellen. Hier findest du die Liste deiner Chargen und die sind bereit zum Brennen. Von hier aus kannst du auch die verschiedenen Produktionsschritte aufrufen. Also neue Charge erstellen. Ach du je, was muss ich denn jetzt machen? Richten wir alles ein. Hier kannst du eine Blaupause für den gesamten Prozess erstellen. Wähle den Alkohol, die Zutaten, die Apparaturen, die einzige Einschränkung. Die einzige Einschränkung? Fragezeichen. Hä? Du musst ein bestehendes Rezept übernehmen. Einige davon kennst du schon, andere musst du erst noch entdecken. Toll, muss man nicht verstehen jetzt, ne? Wählen wir zunächst eine Zutat aus. Wie wäre es mit dem Barbados-Zucker? Okay. Füge den Barbados-Zucker hinzu. Gesagt, getan. Jetzt müssen wir das Zeug gären lassen. Wir haben einen Gärtrank, oder? Füge die Gärungsapparaturen hinzu. Okay, da kommt das Zeug dann rein. Hefen werden in Kategorien eingeteilt. Sie ermöglichen es, die Rezepte zu kreieren, indem du die Stärke der Geschmacksstoffe deiner Zutaten und so weiter. Was muss ich denn machen? Zum Fortfahren drücken. So. Geschmacksdiagramm. Ändert sich, wenn du Zutaten hinzufügst. Jede Zutat hat ihren eigenen Geschmack und ihre eigene Auswirkung auf das Diagramm. Du musst den Geschmack eines Rezepts treffen, um es zubereiten zu können. Ey, komm, was soll das denn jetzt? Im Moment haben wir keine Übereinstimmung, aber ein kleines, was soll das sein, Vögelchen hat mir erzählt, dass wir dem Rezept viel näher kommen, wenn wir dem Mera hinzufügen. Toll, dann machen wir das jetzt. Okay, zwei verschiedene Zuckersorten. Jetzt haben wir 81. Wenn du ein Rezept im Geschmacksdiagramm siehst, kannst du es auswählen, um es festzulegen. Wenn du dann Änderungen vornimmst, bleibt das Geschmacksziel des Rezepts erhalten. Wähle Magen. Fäule-Rezept, Magenfäule wahrscheinlich, ne? Oh Gott. Ist das das hier? Ne, welches denn? Das da? Wie du siehst, haben wir eine Übereinstimmung, aber sie ist nicht sehr genau. Gleiche die Menge der Zutaten aus, um eine hundertprozentige Übereinstimmung zu... Das heißt also, ich muss jetzt hier das Mischungsverhältnis ändern. Ah, das so, tak, 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 tak. Ja, 90, ist ja fast keine Ahnung. 99, okay. Ja, perfekt. Alles passt zusammen. Warum denn nicht 100? Wir müssen nur noch eine Destillationsapparatur hinzufügen und schon sind wir fertig. Habe ich sowas? Ach ja, die da. Stimmt, ja. So, stelle die Charge her. Final Step? Okay, ich sag mal nichts dazu. Meine erste Charge, was ist das denn hier? Die Kleinen werden immer so schnell erwachsen, wie ich hier sehen kann. Hast du dich für das magenvolle Rezept entschieden, statt also die Produktion, damit wir weitermachen können. Warum habe ich denn hier nicht dieses Rezept? Was ist das? Gärung einrichten, glaube ich. Na, jetzt Gärungsprozess. Gärung vorbereiten, also draufklicken. Ach du Scheiße, jetzt wird es aber kompliziert hier, wa? Dies ist das Gärungsfenster, in dem du den ersten Schritt der Produktion planen kannst. Mir sind die denn verrückt? Ist ja eine Wissenschaft hier. Du musst Temperatur, Menge, Mischverhältnis, Zubereitungszeit und so weiter einstellen. Gott, das versaue ich doch. So. Das hier? Was mache ich denn jetzt? Das Gärungsdiagramm fasst den gesamten Prozess zusammen. Ach, das ist das, was ich zusammengeschmissen habe, den Zucker. Okay, Wasser, blabliblub. 2 Tage und 14 Stunden dauert das. Die von dir gewählten Zutaten. Und Geräte. Naja gut, je komplexer das Rezept ist, desto mehr Details werden hier angezeigt. Was haben wir denn da? Das ist das Fass oder die Apparatur. Auch die Sauberkeit ist entscheidend. Wenn du vermeiden willst, dass unerwünschte Geschmacksstoffe in deinen Tank gelangen,
Eine hundertprozentige Übereinstimmung der Geschmacksstoffe verhindert unangenehme Überraschungen. Wie mache ich das denn sauber? Geht wahrscheinlich irgendwann auch noch. Weiß ich nicht, mal gucken. Einfache Potenz, einfacher was? Einfacher Zünder vielleicht? Hier wählen wir die Hefe aus, die in den Tank gegeben werden soll. Füge einfache Hefe zu. Warum heißt das jetzt einfache Potenz? Sind die bescheuert? Entschuldigung, aber die dennoch für wirklich starke Tropfen verwenden. Ich sehe da schon, das kriege ich da alleine nie wieder hin, was die mir hier erzählen. Jetzt müssen wir noch den Tank füllen, indem wir Maische und Wasser hinzufügen. Sei vorsichtig mit der Menge des Zuckers, denn zu viel davon überfordert die Hefe und tötet sie. Fülle den Tank mit mindestens 190 Liter und erreiche einen Zuckergehalt von... Okay. Wie viel Zucker habe ich? 16 bis 18. Das ist hier. Machen wir jetzt mal so. Machen wir nur 16. Oh, machen wir die 17 direkt. Zack. Okay. Hab ich ja gemacht. Was gefällt euch denn jetzt nicht? Jetzt müssen wir, habe ich doch, indem wir Maische. Stört ihn das hier oder was? Hä, das habe ich doch gemacht. Was will er denn dann von mir? Mit der Menge des Zuckers, denn zu viel davon überfordert die Hefe. Fülle den Tank mit mindestens 190 Liter, habe ich ja gemacht. Erreiche einen Zuckergehalt. Mindestens, habe ich doch alles gemacht. Ich kann es jetzt natürlich auch ganz voll machen. Nee, geht nicht. Was stört die denn jetzt? Ach, jetzt geht's? Spinnerei. Später kannst du Technologien freischalten, mit denen du die Temperatur für eine optimale Gärung ändern kannst, um zusätzliche Geschmacksstoffe zu vermeiden. Kann ich nach diesem Programm ja eigentlich selber brennen, oder was? Okay. Hier sehen wir den Zeitplan für die Gärung. Du kannst wählen, wann du den Prozess stoppen willst. An einigen Stellen können zusätzliche Geschmacksstoffe auftreten. Sie werden durch farbige Blasen dargestellt. Nee. Versuche die Zeit auf 20 Stunden zu reduzieren und ein... Was könnte das werden? Übermaß wahrscheinlich an zusätzlichen Geschmacksstoffen zu vermeiden. So, auf 20 Stunden muss das gehen. Wie mache ich das? Versuche die Zeit auf 20 Stunden zu reduzieren. Das haben wir doch gerade schon gehört. Zeitplan bei 20 Stunden. Wie mache ich das? Ah. Ach, daneben an wird mir das angezeigt. 20. Wäre ein Tag. 20 Stunden wäre ja. So. Du kannst sehen, wie deine Arbeiter Wasser und Maische in den Tank geben. Was für fleißige kleine Bienchen. Toll. Sehe ich aber nicht, weil es ja ein Feld hier davor. Die Gärung ist jedoch ein langer Prozess. Wie wäre es, wenn wir die Zeit beschleunigen? Du kannst drei verschiedene Geschwindigkeiten. Lege die Geschwindigkeit auf 8. Na, jetzt geht's, wa? In der Zwischenzeit zeige ich dir das Rezeptbuch und die Rezeptkarte. Hey, was ist das denn? Willkommen auf der Rezeptkarte. Hier befinden sich die freischaltbaren Rezepte. Es gibt 4 Arten von Spirituosen. Okay. So wie sie oben sind. Schwarz gebrannter Brandy, Whisky. Die Zahlen dahinter sind wahrscheinlich die Rezepte. Und Komplexitäten. 3 Stück. Okay. Premium, fein, billig. Billig ist irgendwie billig, gut, Premium. Im Moment kannst du noch nicht viele Rezepte, aber ich verrate dir, wie du mehr entdecken kannst. Wie denn? Jedes Rezept hat einen Radius, der sich je nach Qualität, die du beim Herstellen einer Charge erreichst, ausdehnt. Wenn der Radius auf ein anderes Rezept triffst, erhältst du einen Tipp dazu. Jeder Tipp bringt dich
Näher an die Entdeckung neuer Schnapsarten. Na toll. Es ist deine gottgegebene Pflicht, jedes Rezept zu entdecken und es zu verfeinern. Drücke schwarzgebrannter. Okay. Toll. Immer mehr Karten, immer mehr Sachen. Was kommt denn hier? Dies ist das Rezept, das du bei der Herstellung der letzten Charge entdeckt hast. Du kannst alle verschiedenen Elemente sehen. Die Hauptzutat, das Geschmacksdiagramm, den Ethanolgehalt und so weiter. Kann ich das? Beschreibung immer schön austrinken. Zutaten unbekannt. Wieso unbekannt? Kann ich gar nichts, kann ich hier sehen. Wenn du nicht alles über ein Rezept weißt, sieht das so aus. Wie denn? Das hier? Okay. Jeder Tipp verrät eine Kleinigkeit. Jeder Alkoholtyp hat seine eigene Registerkarte. Mit der Zeit wirst du alles entdecken. Ob ich das weiß, ey. Ach, das ist schon abgeschlossen. Hier. Komm, ey, kann ich das mal wieder auf 1 machen? Mal anhalten. Da nun die Gärung abgeschlossen ist, können wir mit der Destillation beginnen. Okay, Destillation einrichten. Was dann? Subtraktiver Schritt. Jedes Glas enthält einen Bruchteil des Endprodukts. Was muss ich hier wieder machen? Durch die Auswahl der Teile, die du behalten möchtest und der Teile, die du verwerfen möchtest, kannst du ein Gleichgewicht zwischen den erwarteten Aromen und dem Ethanolgehalt finden. Gottchen. Wahrscheinlich sind hinter alle blind, wenn ich hier was mache. Und vor allen Dingen, bis ich hier mal was gemacht habe, bin ich pleite. Also das ist ja... In den Einstellungen für den Destillationsprozess kannst du die Flammrate und das Gefäß wahrscheinlich bestimmen. Das beeinflusst die Produktionsgeschwindigkeit und die Menge und Qualität deiner Ware. So, erhöhen wir die Flammrate, um den Prozess zu beschleunigen. Was steht hier? Ändere die Gefäßeinstellung wahrscheinlich, damit es einen Alkoholgehalt von 20-30% Ethanol fasst. Wie muss ich das denn jetzt machen? Geben wir nun an, welche Gläser du loswerden oder behalten willst, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Das Rezept von so wenig Spielraum zu füllen. Heißt das, ich muss jetzt hier rechnen oder wie soll das werden? Das Rezept verlangt 20. Nehmen wir zwischen zu. Nehmen wir das dann oder was? Deaktiviere die unerwünschten Gefäße, um eine optimale Produktqualität zu erreichen. Hä? Was ist das denn hier überhaupt? Also soll ich jetzt rechnen und irgendwo Mitte 20 landen? Dann habe ich die 2, 6, Dings, 19, 21. So, ich kann natürlich auch alles wegklicken, oder wie? So, Mitte 20. Verstehe es nicht. Schnell ich gerade nicht. Wenn es einer kapiert. Geben wir nun an, welche Gläser du loswerden oder behalten willst. 20% Ethanol im Endprodukt. Also nehmen wir hier zwischen 20 und 30%? Das wäre doch das hier, ne? Ach, jetzt habe ich das Wasser weggeklickt und jetzt... Das Wasser hat doch null. Hä? Ich verstehe es nicht. Schauen wir uns an, was an der Basis los ist. Schließe das Fenster. Okay. Während die Destillation destilliert, erzähle ich dir was. Es ist doch schon fertig. Erzähle ich dir was über Benachrichtigungen. Da die Destillation jetzt abgeschlossen ist. Das geht mir alles zu schnell hier. Können wir unser Produkt abfüllen? Na gut, Abfüllung einrichten.
ist die letzte Gelegenheit, Veränderung vorzunehmen. Verstärke oder verdünne das Produkt und lege den Preis fest. Ist die Flasche zu, ist alles vorbei. Ja, schön. Dasselbe gilt für die Verstärkung des Alkohols. Im Moment könntest du ihn allerdings verdünnen. So kannst du die Ethanolvorgabe erfüllen. Außerdem vergrößert sich dabei die Menge des Produkts. Aber sei vorsichtig, zu viel Wasser verringert die. Erreiche 20% Ethanol. Und wie viel habe ich? 24 oder was? Okay. Was soll das? Das ist schon wieder so ein Ding hier. Wasser. Okay, ich habe kein Wasser hinzugefügt. Wo ist denn meine Ethanolmenge? Damit mache ich mehr Geld. Minus 3%. Ach so, das ändert sich hier auf der Flasche, ne? Da sehe ich das. Hier unten. 20% brauchen wir. Na gut, mache ich 21%. Oder muss ich jetzt noch weiter runterklicken? Toll, muss ich. Verschiedene Parameter haben Einfluss auf die Qualität des Produkts. Ethanolgehalt, was? Geschmacksübereinstimmung der Ethanolgehalt, das Rezept und die Qualität. Später beeinflussen noch andere Parameter. Ey, kommt Leute, ihr macht es zu kompliziert. Selbstverständlich spielt der Preis. Klar, bestimmt ein angemessener Preis. Weiß ich nicht, was angemessen ist. Oh, große Scheine, gierig schließe. Berücksichtige das Verhältnis von Qualität und Preis. Weiß ich nicht. Ich klicke jetzt so 38 Dollar. Mal sehen, wie es weitergeht. Okay, Kompetenzpunkte kann ich hier irgendwie für das Rezept erhalten. Und die brauche ich dann wieder für neue Technologien. Okay, jedes Mal, wenn du die Qualität eines Rezepts steigerst, erhältst du mehr Kompetenzpunkte. Ich nehme an, das sind die hier unten. So Mastery Points heißen sie da wahrscheinlich. Vermute ich jetzt. So, zu guter Letzt kannst du deinem Produkt einen Namen geben. Es ist dein erstes. Kann ich da jetzt ein Oi? Kann ich jetzt reinschreiben? Oh, dann mache ich das doch. Kann ich da jetzt... Nö, hat er nicht. Existiert erst gar nicht. So ein Schrott. So vielleicht. Ach so. Okay, benenne dein Produkt. Drücke, füllen wir es ab. Glückwunsch, deine erste Charge ist fertig und so weiter. Schließe das Fenster. Was auch immer, ich will jetzt, dass wir langsamer haben. Ich kann das nicht stoppen. Tja, Schwarzgebrannter ist eine tolle Sache, aber Geld ist noch viel besser. Dein Produkt muss an durstige Kunden geliefert werden. Zum Glück bist du dafür bestens gerüstet. Denk dran, immer vorsichtig zu sein, wenn du deine Runden fährst. Ach, ich glaube, man kann von der Polizei irgendwie erwischt werden. Das ist das mit dem Polizeialarm. Sehen wir uns das Lieferfenster an. Um die Vorbereitung der Lieferung abzuschließen. An wen verschicke ich es denn? In diesem drolligen Fenster kannst du die Einzelheiten deiner Lieferung festlegen. Das ist der Ort, an dem du dir deinen Ruf aufbaust. Okay. Und nun? Fortfahren. Wähle einen Arbeiter aus. Ach, der fährt. Hier kannst du den Fahrer bestimmen. Im Moment ist, was, er bereits ausgewählt. Aber später hast du vielleicht einen Spezialisten. Genau, nicht den Faulen. Was habe ich hier? Das ist ein Fahrzeug, das ich habe. Kapazität Tonnen. Geschwindigkeit, Lebensdauer 4. Was, 4 Jahre? Und dann ist die Kiste kaputt, oder was? Du besitzt keinen, aber ich kenne ja meine alte Klapperkiste. Ja, gut. Okay, was habe ich hier als Ladung? Kann ich denn jetzt wählen? Und zwar das Zeug, was ich da Ziel festlegen. Geh zurück zum Lieferfenster, ja, und... Was muss ich denn jetzt machen? Ach so, hier sind die Sachen. Unter der Brücke, örtliche Höhle wahrscheinlich, alte Hütte. So, und in der alten Hütte wohnen nur Säufer, oder wie? Geh zum Lieferfenster, um den Arbeitsvorgang abzuschließen. Setze ein Ziel. Ich kann nur das da oben festlegen, ne? Okay. Und dann? Jetzt starten wir die Lieferung und sehen uns auf deinem guten alten Freund der Karte an, wie die Sache läuft. Na gut.
Ja. Starte die Lieferung. Lieferung beginnen. Habe ich doch gemacht. Ach, jetzt fährt er darüber. So tütüt. Okay. Liefere was? 0 von 20 arme Leute, die Killer. Ach, das ist ein Ziel, das ich habe. Ach, hier, du, guck mal hier, die saufen das schon aus, ne? Oder? Lieferung abgeschlossen. Übrigens, du kannst dir jederzeit einen beliebigen Hotspot... Ich habe jetzt aber kein Geld verdient da, oder? Hotspot ansehen, um zu... Was ist das denn? Ach, zu überprüfen wahrscheinlich. Überprüfen, wie deine Geschäfte laufen. Überprüfe die Hotspot-Details. So, jeder Hotspot hat unterschiedliche Kundenpräferenzen, die du bedienen solltest, um optimale Geschäfte abzuschließen. Die Alarmstufe zeigt das Risiko einer Polizeirazzia in deinem Lager an. Jedes Mal, wenn du etwas verkaufst, wird das Risiko größer. Allerdings bedeuten mehr Kunden noch mehr Geld. Okay, und dann? Ach, das ist, das ist da eingelagert. Jetzt verstehe ich die. Okay. Öffne das Fenster Verkauf. Das ist ein Diagramm mit Einzelheiten zu Transaktionen, Kunden und Einkünften. Schließe den Hotspot. Was ist denn das? Aktuelle Kunden? Ach, die fahren dahin. Umsatz. Gewinn letzte 24 Stunden. Ist jetzt aber auch nicht so viel, ne? Meine dafür, dass ich so viel Geld da reingesteckt habe. Oben links kannst du die Missionen sehen. Die Mission, die du hier anzeigen willst. Was? Die du hier anzeigen willst. Kannst du an- oder wieder abpinnen? So behältst du deinen Fortschritt leicht im Blick. Naja, gut, weiß ich jetzt nicht. Oh, und da ist eine Mission. Oh, wie überraschend. Eine arme Seele benötigt dringend unsere Hilfe. Wo ist denn die Mission? Das da? Oder das hier? Hä? Ist das jetzt die Mission hier? Der Typ? Kann ich das anklicken? Wieso nicht? Öffne die Missionsübersicht. Bin ich jetzt bescheuert? Wo sind die? Das sind, glaube ich, alles Nachrichten, die ich dann... Ach, da hier oben rechts in der Ecke. Missionsprotokoll. Ah, zeig, was du kannst. Der hiesige Pastor, oh je, macht schwere Zeiten durch. Es ist nicht leicht, der heiligste Mensch der Gegend zu sein. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, seine Stimmung zu heben. Ein Getränk aus Agaven- und Maissirup. Kann Wunder wirken. Toll. Okay. Sieht aus, als hätten wir eine Mission zu erfüllen. Wir müssen schwarzgebrannt mit Agavensirup, Maissirup herstellen. Gehen wir es an. Ich habe noch was von dem Sirup da, aber nächstes Mal musst du die Zutaten im Laden kaufen. Kehren wir für einen Moment in die Basis zurück. Oh Gott, Leute. Da. Ich habe schon die diversen Technologien und Fähigkeiten angesprochen, die du freischalten kannst. Ach hier, jetzt können wir diese Glühbirn-Dinger da vergeben. Das ist also der Technologiebaum. Unterteilt sich in zwei Bereiche. Einen für Gärung, einen für Destillation. Du hast nicht genug Punkte, um alle Technologien freizuschalten, aber ich denke, es wird fürs Erste reichen. So, also muss ich jetzt Maische machen. Erhältst du Zugang zu stark zuckerhaltigen Substanzen wie Agavensirup und Maissirup. Mal gucken, was haben wir noch. Das hier ist bestimmt Agave und da haben wir Mais, okay. Bist du sicher? Ja, muss ich doch. Mann. Ich glaube, ich habe eine Apparatur von unserer letzten Charge. Nee, ich glaube, die Apparatur von der letzten Charge ist schmutzig. Genau, das hatten wir ja. Wie mache ich das sauber? Wie geht das? Ach hier, sauber machen und reparieren. Jipp, dreckig und kaputt. Haargenau wie... Ach egal. Machen wir das Ding einfach sauber, damit es für die nächste Charge bereit ist. Eine schmutzige Apparatur wirkt sich schlecht. Säubere die. Okay, da kann ich sauber machen. Verstehe. Und dann zählt ein Timer runter. Lebensdauer, alles klar. Öffne das Fenster Herstellung. Gott, wo haben wir denn das Ding jetzt her? Ein alter Kessel. Da dein Arbeiter die andere Apparatur nun gesäubert hat, kann er mit dem Bau einer neuen beginnen. Ein ganz schöner Haufen Arbeit, aber dafür bezahlst du ihn schließlich. 750, ey, sag mal, so schnell nehme ich das Geld gar nicht ein, wie ich es hier ausgebe. Spinnerei, platziere den alten Kessel in der Basis.
Ja, kann ich machen. Okay. Platziere Apparatur irgendwo in der Basis, wenn sie fertig ist. Wie geht das jetzt? Wollen wir mal gucken. Das hier, ne? Okay. Wir schauen. Ich stelle den mal dahin. So. Erzeuge eine neue Charge. Nun denn. Also, ihr seht schon, worauf das Ganze hinausläuft. Ich wollte es ja auch nur mal kurz vorstellen. Das Spielchen hier. Ich halte das jetzt mal an. Hier sind die ganzen Nachrichten. Ja, vielleicht macht das dem einen oder anderen Spaß. Ich bin gerade so ein bisschen überfordert, überdreht, weil ich kann mir das eh alles nicht merken, was ich hier so machen muss. Und ob ich da wirklich reinfinde, weiß ich nicht, aber ich wollte, wie gesagt, das einfach nur mal vorstellen, um dass jeder sich so eine Vorstellung machen kann, was das überhaupt für ein Spiel ist. Und guck mal hier, Hauptmenü, Hauptman, yeah. Das mit der Sprache empfinde ich als sehr störend, vor allen Dingen, wenn ich einen Text so lesen muss. Und ob mich das hier so bei der Stange hält, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen, euch selber einen Eindruck zu verschaffen und dass ihr dann vielleicht, wenn ihr sagt, Mensch, ich habe überlegt, das zu holen, dass ihr jetzt einen Tacken schlauer seid und sagt, ja, ist genau mein Ding, finde ich gut, so sich reinzufriemeln und auszuprobieren. Was es da jetzt noch im Einzelnen gibt, keine Ahnung, ich spiele jetzt nicht, bis mal so ein Polizeialarm kommt oder solche Sachen. Das ist mir dann jetzt zu weit, zu lang und speichern kann ich es auch nicht. Na ja, toll, doch. Erst möglich, wenn ich das Tutorial abgeschlossen habe. Super. Total beknackt. Warum wird man gezwungen, ein so langes Tutorial ohne Speichern zu spielen? Finde ich unmöglich. Also, dann sage ich mal alles Gute in dem Sinne. Bis bald. Und schaut gerne wieder rein. Tschüss.